17 Jahre ist es her. In dieser Barockkirche haben wir geheiratet. Die ganze Verwandtschaft war da. Als unentbehrlicher Trauzeuge fungierte Pepe, unser spanischer Freund aus Bilbao. Nach so vielen Jahren besuchte er uns jetzt mit Frau und Schwägerin. Es wäre an der Zeit, meinte er, dass wir mit allen 5 Kindern die Hochzeitsreise von damals wiederholten. Nach 17 Jahren vorbei und ich glaube, ihr werdet einen großen Unterschied finden in diesen 17 Jahren. 2 Monate später, wie damals, sitzen wir auf der Terrasse über dem Atlantik. Pepe mit Schwiegervater, den Geschwistern und Schwägern. Die perfekte Großfamilie. Die Enge der Industriestadt lässt die Großfamilie kaum noch zu. Im Mittelpunkt stehen nach wie vor die Kinder. Der Kinderreichtum scheint nicht nur dadurch auf Generationen hin gesichert zu sein. Zumindest auf dem Lande trägt allein die Frau die tägliche Last der kinderreichen Familie. Aber in der Stadt werden da schon andere Parolen laut. Straffreiheit für Abtreibung zum Beispiel wird gefordert. Während die aus Nordeuropa eingeführten Milchkühe am Abgrund des Atlantik weiden, genießt der Bauer den Blick auf den Nacktbadestrand. Dort, wo vor 17 Jahren ein Bikini als unschicklich galt. Dem Bäuerlein schwirren die Sinne. Und wer kann sich nicht noch an die Brüderie der 60er Jahre erinnern, die offenbar jede Diktatur auszeichnet? Apropos Franco, auch die Spanier sind große Meister im Verdrängen einer ungeliebten Vergangenheit. Es gibt sie noch, Francos Staatsjugend, die Falange. An ihren Gründer erinnern verwitterte Inschriften an Kirchenwänden. Der Geburtsort Francos allerdings hat den Zusatz Caudillo längst aus seinem Namen gestrichen. Auch flammt der Separatismus der Basken wieder auf. Bürgerkrieg wie vor 40 Jahren. Mit ihrer Meinung halten sie nicht mehr hinterm Berg. 35 Millionen verschiedene politische Meinungen sind es schließlich, so viel als Einwohner. Nicht nur Spanien hat sich geändert, auch wir haben uns geändert. Aus 2 Hochzeitern wurde eine Familie mit 7 Personen. Hier unsere Kinder, Katrin, Anke, Norbert, Silke, Eva. Gerade so viele, wie in diese Kutsche passen. Und Mutter fährt. Und das tut sie lieber als damals. Sind doch die Straßen wesentlich besser und immer noch menschenleer. Straßen wie diese waren vor 17 Jahren die Regel. Nach der Reise waren die Stoßdämpfer im Eimer. Und wo alle ein paar Kilometer der Straße entlang die pittoreske Guardia Civil stand, fährt heute die Straßenpolizei Streife. Im Gebirge können einem auch heute noch die freilaufenden Schweine die Straße blockieren. Die in den Wäldern mögliche Eichelmast gibt dem begehrten Schinken die richtige Würze. Billige Mitbringsel aus Spanien waren früher Korbwaren und auch heute stehen fliegende Verkaufsstände an der Straße. Aber die Ware, made in Hongkong, made in Taiwan. Schon sehr bald müssen wir erfahren, dass die Inflation den Kaufwert des Geldes auf europäisches Niveau angehoben oder, wenn man will, gesenkt hat. Das gilt nicht nur für den Service im Hotel, sondern auch für den Obstkauf auf dem Markt wie hier in Guadeloupe. Man sieht sie noch viel als geduldiges Transportmittel, aber oft geraten sie schon in harte Bedrängnis durch die Riesen der Landstraße. Alle Straßen Spaniens führen nach Santiago de Compostela, dem zeitweise bedeutendsten Wallfahrtsort des Mittelalters.
Aufgereiht wie auf einer Gebetsschnur reihen sich auf dem Pilgerweg Herberge um Herberge und Kloster um Kloster, wie hier Domingo de Silos. Die letzte Herberge war die Nobelherberge der katholischen Könige gegenüber der Kathedrale. Mit letzter Kraft schleppten sich die Pilger diese Treppe zum Grab des heiligen Jakob hinauf. Hier war die damals bekannte Welt zu Ende, der äußerste Westen erreicht. Das grüne Galizien ist regenreich. Die Wolken vom Atlantik her regnen sich hier am Gebirge aus und da bleibt kein Wasser mehr für Zentralspanien. Und wie damals tauchen an Wegbiegungen unvermutet diese Riesenschablonen einer Sherry-Firma auf. Die echten Stiere erreichen allerdings nur die nächste Corrida-Saison, wo sie ihren einmaligen und zugleich letzten Auftritt haben. Hier im Nordwesten begegnet man dem aus keltischer Zeit bekannten Holzvollrad. Und am Straßenbach die waschende Hausfrau. Spanien ist nach wie vor Agrarland. Hier oben ist der Kauf von Maschinen gar nicht möglich, da starre Erbgesetze zu einer Zerteilung des Landes bis zu kaum noch rentablen Größen zu Minifundien geführt hat. Auswandern? Als Amerikanos oder als Alemanos kommen sie dann zurück, ob sie in Südamerika oder in Deutschland ihr Glück gemacht haben. Zur Kirche läutet, dann lassen die Frauen die Arbeit liegen, scheuchen die Tiere in den Stall, binden ihr Kopftuch fest und gehen zur Kirche. Jede von oben, vom Balkon der Dorfbodega herab begutachtet. Hier beherrschen noch die Männer die Szenerie. Aber auch unter der konservativen Mantilla regt sich neues Selbstbewusstsein. Ja, die Emanzipation der spanischen Mädchen. In der Stadt ist sie schon gar keine Frage mehr. Dort, wo vor 20 Jahren die Jugend streng nach Geschlechtern getrennt flanierte. Die fliegenden Schuhputzer sind ein Anachronismus in einer Zeit, wo graue Segeltuchschuhe Mode sind. Eine Art Straßenräuberei etwa wie dieses organisierte Laster. An der Kirchentür ist das Betteln ein vererbter Beruf. Die Soutane der Geistlichen auf dem Lande und dort, wo man unter sich ist, wird sie noch getragen. Und das könnte ein Bild aus dem heimischen Westfalen sein. Die Männer sitzen die Predigt auf der Kirchenmauer ab. Das Geschwätz vom Pfarrer geht schließlich nur die Frauen was an. Der Bauboom der letzten Jahre hat auch hier manche Idylle zerstört. Geschäftshäuser schnüren die Altstadt beängstigend ein. Und solche Gebilde sind nur durch seltsame Baugesetze zu verstehen.
Das Geld fließt erst, sobald das Dach drauf sitzt. Und da war es nun, das Kap Finisterre, das Ende der Welt, wohin die Liebe tragen soll, wie es im Lied vom Honigmond heißt. Hier an einem Steilfelsen der Rias schlugen wir unser Zelt auf. Campingplätze gab es Gott sei Dank noch nicht. Unser VW schirmte es gegen den atlantischen Sturm ab. Die halb zerfallene Eremitage war damals nur bei Ebbe zu besteigen. Jetzt ist der Nachbarfelsen über eine Verbindungsmauer zu erreichen. Damals irritierte uns das flackernde Licht in der Kapelle. Am nächsten Morgen sahen wir, dass sie Fischern nächtlichen Schutz geboten hatte. Mit Zelt und Luftmatratze wild campen, das machen die Glieder und der Rücken jetzt nicht mehr mit. Sich morgens wohlig im Bett räkeln, das schätzen auch die Kinder. Und trotzdem kann man dabei die Seeluft um Mund und Nase spielen lassen. Man geht mit der Zeit. Keine 100 Meter vom kristallklaren Meer entfernt der hoteleigene Swimmingpool. Was für ein überflüssiger Luxus. Doch so viel Spaß wie hier in einem abgelegenen Gebirgsbach, das übertrifft die kühnste Fantasie eines Animateurs. Spiel- und Spaßbad total. Das Satyrspiel in verschwiegenen Hainen ist älter als 17 Jahre. Die alten Griechen hatten schon davon geschwärmt. Trotz günstigeren Umtauschkurses hätten wir uns damals diese Nobelherberge, ein zum Fünf-Sterne-Hotel umgebautes Kloster der Ritter von San Marco, nicht leisten können. Livrierte Diener bringen das Gepäck zum Auto und laden die zerbeulten Koffer auf unseren Dachgepäckträger. Au, wie peinlich! Bevor wir Spanien verlassen, noch ein Besuch bei Pater Basilius, mit dem wir ständig in all den Jahren brieflich in Kontakt geblieben sind. Vor 3 Jahren stieg er in die Berge des Montserrats, um dort in einer der Höhlen, wie er schrieb, bis an die Grenzen des